miteinander. Was wir nun sehen, ist ein typischer erster Schultag nach den Sommerferien. Klassensprecher war alles noch dran. Oh nee. Könnte ich die vom letzten Jahr einfach wieder nehmen? Reicht doch völlig aus. In Ordnung. Abgehakt. Nächster Punkt. Klassenfoto. Nein, ich wollte, sie hätte es mir früher sagen können. Danke, danke. Unser Fußballgott. Und unser Model passt doch auch. Wenn schon zwei, dann die beiden. Du willst es machen? Dich will doch sowieso niemand. Wir haben ja letzte Stunde schon einmal über die Klassensprecherwahl gesprochen und ich freue mich sehr, dass heute unsere Schülersprecherin da ist, die mit euch diese Wahl durchführen wird. Ich freue mich. Hey. Ihr habt's gehört, ihr sollt heute eure Klassensprecher wählen und bevor wir damit anfangen zu wählen, finde ich, solltet ihr euch überlegen, wozu wählt ihr euren Klassensprecher? Was sind denn die Eigenschaften, die ihr als Klasse euch von eurem Klassensprecher wünscht? Die Eigenschaften wünscht ihr euch von eurem Klassensprecher. Also, wer stellt sich zur Wahl? Ich würde sagen, bevor wir wählen, solltet ihr beide erstmal sagen, was überhaupt eure Pläne sind. Jo, ihr wisst, warum ihr mich wählt. Meine Ziele als Klassensprecherin sind, mehrere Vollversammlungen in der Schülerschaft einzurichten und einige Projekte gegen Sexismus und Rassismus. Nun kann die Schülervertretung richtig loslegen.